Ein gefälschter Ausweis mit Ratchets Bild? Clark? Ratchet? Wie viele andere noch? Jetzt wird er auch noch zu Enrico Caldo. Es scheint, als hätte Ratchet seine Identität öfter gewechselt als seine Socken. Basierend auf den mir vorliegenden Informationen ist das eine solide Wahl. Es tut mir leid, dass ich den Verdächtigen nicht schnappen konnte, Monsieur Poirot. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, Mademoiselle. Ihre Bemühungen waren fantastisch. Ich habe einige Informationen über Monsieur Wadi gefunden. Haben Sie auf die FBI-Datenbank zugegriffen? Nicht nötig. Ich habe sie mit einbezogen, als ich die Ermittlungen fortgesetzt habe. Ausgezeichnet. Nein, nein, Joanna. Das ergibt keinen Sinn. Shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Geschafft! Anfängerfehler sind einfach nicht mein Ding. Ich bin eben doch eine verdammt gute Ermittlerin. Ausgezeichnete Ermittlungsarbeit. Monsieur Poirot! Das ist Teil des Lösegelds aus dem Fall Armstrong. Sie sind überrascht? Ich schätze nicht. Also hatte Ratchet es auf einem Konto bei der Banque du Lac. Es scheint so. Er wusste, dass die Seriennummern auf den Noten zurückverfolgt werden würden und er sie nicht ausgeben könnte. Also hat er sie ihr versteckt. Aber dann ging ihm das Geld aus. Damit konnte er nicht rechnen. Er hat gehofft, dass genügend Zeit vergangen ist, damit er das Lösegeld nun ausgeben kann. Ah, es gibt noch etwas, womit er nicht gerechnet hat. Und zwar? Er hat nicht mit
Ihnen gerechnet, Ermittlerin Locke. Mit Ihnen und Ihrer Hartnäckigkeit. Danke. Aber wir haben es noch immer mit einem freilaufenden Mörder zu tun. Aber wir machen Fortschritte. Wir wissen, dass Monsieur Wadi einen Termin mit Ratchet hatte. Er hatte eine Tasche voller Geld und einen Reisepass mit Ratchets Foto, aber mit einem neuen Namen. Was halten Sie von dem Pass? Ich habe herausgefunden, dass er in Armenien wegen Handels mit gestohlener Kunst verhaftet wurde und eigentlich im Januar angeklagt werden sollte. Wieder einmal hat er seine Identität geändert und ist verschwunden. Sie haben recht, Mademoiselle. Er hat mir auch gesagt, dass er bedroht wurde. Und dieser Drohbrief in seinem Schlafabteil war echt. Er musste erneut verschwinden. Vielleicht hat der Mörder das Geld nicht genommen, weil wir ihn gestört haben. Vielleicht. Aber die Tasche ist nicht besonders groß. Er hätte leicht damit entkommen können. Ich glaube nicht, dass er an dem Geld interessiert war. Wenn das Motiv nicht Geld war, was dann? Es deutet auf ein ganz anderes Motiv hin. Vielleicht Leidenschaft oder Rache? Rache scheint mir ein offensichtliches Motiv zu sein. Der Mörder ist Wadi trotz dessen Vorkehrungen vom Brunnen zum neuen Treffpunkt gefolgt. Das ist kalt und berechnend. Hervorragend. Wir können noch nicht sicher sein, aber das ist eine solide psychologische Analyse. Wir haben eine Vorstellung vom Motiv. Es ist das gleiche Motiv wie jenes unserer 12 mutmaßlichen Mörder im Zug. Aber wir müssen noch immer herausfinden, wer unter der Maske steckte. Was, wenn Ratchet einen Auftragsmörder angeheuert hat, um Wadi zu töten, damit es keine Zeugen gibt? Eine interessante Möglichkeit, aber es ist wahrscheinlicher, dass Monsieur Wadis Mörder auch Regits Mörder ist. Natürlich, wenn beide aus Rache erstochen wurden. Und beide stehen mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Oui. Unser Mörder steht also mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Das Geld steht mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Aber diese Brille, die ich in der Tasche gefunden habe, sie muss auch etwas mit dem Fall zu tun haben. Moment, diese Brille sagt mir etwas. Dr. Konstantin? Ach, nein, das ist es nicht. Es ist eine Damenbrille und ich glaube, sie ist besonders. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Moment, ich weiß es. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie gehörte Suzanne Moreau, dem Kindermädchen der kleinen Daisy. Ich erinnere mich daran, sie in ihrem Schlafzimmer gesehen zu haben. Aber an ihrem Todestag war die Brille plötzlich verschwunden. Ich erinnere mich, dass es in der Presse hieß, das Kindermädchen habe Selbstmord begangen. Ich habe das nie geglaubt. Und die Brille ist der Beweis, dass sie von Ratchet oder seinem Komplizen umgebracht wurde. Er hat die Brille mitgenommen. Ich hatte immer so ein Bauchgefühl. Aber jetzt, Monsieur Poirot, jetzt habe ich den Beweis, dass Suzanne unschuldig war. Oui, das haben Sie. Aber was ich mich selbst frage, ist Folgendes. Warum hat Ratchet diese Brille behalten? Ratchet hinterließ falsche Beweise am Tatort, um andere zu belasten. Er hat dasselbe mit Suzanne getan. Möglich, aber einen Gegenstand des Opfers als Trophäe zu behalten, das ist das Verhalten eines Fetischisten. Jetzt, da Sie es erwähnen, ich habe in meinen damaligen Ermittlungen bereits Daisys Haarspange in Ratchets Hütte gefunden. Und jetzt finden wir Suzannes Brille in einer für Ratchet bestimmten Tasche. Zwei Objekte von zwei Opfern Ratchets. Er ist ein Trophäenjäger. Okay. Es ist uns gelungen, ein paar Fragen zu klären. Was jetzt? Die Tasche enthielt nur einen Bruchteil der Millionensumme Lösegeld im Fall Armstrong.
Der Rest muss sich an einem sicheren Ort befinden. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, dass es sich um die Banque du Lac in Genf handelt. Monsieur Wadis Arbeitsplatz. Wadi war auch der Hüter von Ratchets Geheimnissen. Sie wurden von demselben Mörder umgebracht. Einverstanden. Nun, es gibt hier nichts weiter zu tun, also auf die Polizei zu warten. Bereiten Sie sich auf einen langen Abend voller Befragungen vor. Wir werden eine Menge erklären müssen. Und danach? Vielleicht ein Besuch in Genf? Da sind Sie ja endlich. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wir haben gerade die Polizeistation verlassen. Wir mussten der italienischen Polizei erklären, dass wir keine Mörder sind. Was? Ein weiterer Mord? Ich erzähle Ihnen alles, sobald wir unterwegs sind. Sind alle Passagiere und das Personal an Bord? Ja, sind alle ihr. Wir warten nur auf Sie. Hervorragend. Wir sollten keine Zeit vergeuden. Wir werden in Lausanne einen längeren Zwischenstopp als üblich einlegen müssen. Was? Wie lange? Lang genug, um ein paar Bankgeschäfte in Genf zu erledigen. Aber das ist Wahnsinn! Ein 13. Mörder von Ratchet? Mon ami, er war nicht besonders beliebt. Aber Monsieur Michel hätte gesehen, wenn jemand Ratchets Abteil betreten hätte. Und es gab noch 10 weitere Personen, die sich dort tummelten und darauf warteten, ihn zu erstechen. Wie hätten sie einen ungebetenen Mörder nicht bemerken können? Der 13. Mörder könnte gehandelt haben, als Michel auf dem Bahnsteig in Vinkovci geraucht hat. Aber selbst nachdem der Zug abgefahren ist, war Michel mehrmals in der Mordnacht nicht auf seinem Posten am Ende des Korridors. Ich muss wissen, wo er wirklich war und wann. Ui, er ist mit größter Sicherheit wieder zum Zug zurückgekehrt. Wie können Sie sich sicher sein? Es ist offensichtlich. Ich meine... Ich hoffe, Monsieur Poirot sieht das auch so. Bitte fahren Sie fort, Ermittlerin Locke. Dies ist ein französischer Zug. Der Mord fand in Slowenien statt. Und die Leiche befindet sich in Italien. Die Zuständigkeit wird nicht geklärt sein, bis der Zug Paris erreicht. Der Mörder wird vermutlich zufrieden im Zug ausharren, bis wir Paris erreichen. Wo er dann verschwinden kann. Das ist gewiss eine Möglichkeit, aber wir haben keinen Beweis. Alle Passagiere und das Personal sind an Bord. Wenn der Mörder von Mr. Wadi in Venedig geblieben wäre, hätten wir sofort gemerkt, dass jemand fehlt. Und wir hätten die Behörden informieren können. Ich verspreche Ihnen, dass ich sichergestellt habe, dass alle an Bord sind, bevor wir losgefahren sind. Bug, beruhigen Sie sich. Mich beruhigen? Aber wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, mon Dieu. Es gibt noch einen weiteren Mörder an Bord meines Zuges. Einen Augenblick. Kann ich meine Meinung über mein Urteil noch ändern? Können wir alle an die Polizei übergeben? Alle? Auch uns selbst? Was? Nein, ich... Nein. Oh, es ist ein Albtraum. Treten wir mal einen Schritt zurück, mon ami. Beginnen wir damit, alle Geschworenen im Fall Ratchet auszuschließen.
Et voilà. Wenn wir die 12 Geschworenen ausschließen, verbleiben wir mit 7 zusätzlichen Verdächtigen. 7? Das ist immer noch zu viel. Ich stimme zu. Wir müssen die Liste eingrenzen. Verzeihen Sie meine Ungeduld, Poirot. Es ist, als sei mein wunderschöner Zug verflucht. Können Sie einen der 7 entlasten? Magnifique. Bug hat hart gearbeitet, um mich an Bord des Zuges zu bringen. Er ist definitiv kein Verdächtiger. Hervorragend. Mademoiselle Locke kann keine Verdächtige sein. Sie hat den Mörder von Monsieur Wadi verfolgt. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Es war Dr. Constantine, der mich auf die 13. Stichwunde aufmerksam gemacht hat. Ui. Dr. Constantine hat mich auf die 13. Stichwunde aufmerksam gemacht. Er ist kein Verdächtiger. Et voilà. Es bleiben mir 4 Verdächtige, die ich nun genauer unter die Lupe nehmen muss. Mademoiselle Nielsen, Monsieur Maury, Monsieur Fauché und Gräfin Andrenier. Sie verdächtigen meine Mitarbeiter? Alle 3 haben in Venedig den Zug verlassen, um die Vorräte aufzustocken. Jeder von ihnen hätte sich unbemerkt davon schleichen können. Möglich, möglich. Aber was ist mit der Gräfin Andrenier? Sie haben sie doch selbst entlastet. Ich habe sie vom ersten Mord entlastet. Aber wir wissen wenig darüber, wo sie sich hier in Venedig aufhielt. Also müssen wir noch 4 Verdächtige befragen. Ermittlerin Locke? Ich kann sie nicht begleiten, Poirot. Mein Vorgesetzter hat in den Nachrichten etwas über den Fall und meine Beteiligung gesehen. Er verlangt eine Erklärung. Wenn ich meine Marke behalten will, muss ich ihn anrufen. Dann müssen Sie das unbedingt tun. Es tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich verstehe das. Ich werde den Anruf aus meinem Abteil tätigen. Wenn Sie nach mir suchen, werden Sie mich dort finden. Ich hasse es, das zu sagen, Poirot. Aber ich muss es tun. Es gibt natürlich einen weiteren Verdächtigen mit einem klaren Motiv für den Mord. Denken Sie an das Lösegeld. Sie meinen Ermittlerin Locke? Wen hat sie dann verfolgt? Wer hat Assis umgebracht? Wir haben den maskierten Mörder beide über der Leiche stehen sehen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Sie ist am Telefon. Da steckt noch mehr dahinter. Für den Augenblick benötige ich Ermittlerin Locke nicht.
ein goldener Schnurrbart. Doktor, ich muss Gräfin Andrenyi befragen. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Monsieur Poirot. Die Gräfin hatte eine Panikattacke, als wir in Venedig angekommen sind. Sie hatte Angst, dass die Polizei sie und ihren Mann abholen würde, obwohl sie ihre Ermittlungen abgeschlossen hatten. Ich musste ihr ein Sedativum geben. Und seitdem schläft sie. Waren Sie die gesamte Zeit über bei ihr, als wir in Venedig waren? Graf Andrenyi hat mich gebeten, auf sie aufzupassen. Ich habe diesen Raum nicht verlassen. Sie sind der Grund dafür, dass sie in diesem Zustand ist. Bug hat dafür gestimmt, sie alle freizusprechen. Ich habe sein Urteil akzeptiert. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Wie sehr sie schon gelitten hat. Die Belastung dieser letzten Tage, es war zu viel. Ich verstehe, Graf. Es ist in Ordnung. Ich habe die Antworten, nach denen ich gesucht habe. Ah, Michel. Wenn Sie mir erlauben, hätte ich noch ein paar weitere Fragen. Alles, Monsieur Poirot. Wir stehen in Ihrer Schuld. Bitte sagen Sie mir, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben. Nachdem die Abteile gereinigt und die Betttücher gewechselt waren, bin ich in meinem Quartier geblieben. Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Ist jemand gekommen oder gegangen? Monsieur Bouc hat alle gebeten, in ihren Quartieren zu bleiben. Ich bin gelegentlich durch den Zug gelaufen, um sicherzustellen, dass sich alle wohlfühlen. Oh, ich habe Monsieur Maury gesehen, wie er ganz alleine seine Proviantkisten verladen hat. Ein so großartiger Koch bei einer so unwürdigen Arbeit. Ich hätte ihm ja geholfen, aber Monsieur Bouc hatte mir befohlen, unter keinen Umständen den Zug zu verlassen. Monsieur Maury war also gezwungen, allein zu schuften. Schildern Sie mir noch einmal den tatsächlichen zeitlichen Ablauf der Nacht von Regits Ermordung. Nicht den, den Sie sich ausgedacht haben, um Ihr Verbrechen zu verbergen. Ich habe den Zug in Vinkovci verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Dann bin ich zurück auf meinen Posten. Das war die Wahrheit. Der Zug ist pünktlich abgefahren. Aber dann wurden die Gleise durch eine Lawine blockiert. Um 0.45 Uhr habe ich mich mit Madame Hubert in ihrem Abteil getroffen, um zu besprechen, wie wir unseren Plan anpassen können. Wegen des Schnees und wegen Poirot. Die kleine Aufführung, die wir für sie inszeniert hatten, musste umgeschrieben werden. Ich habe ihr Abteil ungefähr um 1:15 verlassen. Dann ging der Vorhang auf. Rufe in der Nacht, der rote Kimono, alles nur für mich. Und alles umsonst, wie sich herausstellte. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Michel. Ich bin der Theaterkritiker, den kein Dramatiker in seinem Publikum sehen will. Sie spielen ausgezeichnet. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Merci. Dank meiner Mutter hatte ich viele Jahre Klavierunterricht. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, spiele ich ab und zu in Pariser Clubs. Aber wie Sie sehen, hat es mich nicht reich gemacht. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nur reden. Erzählen Sie mir von Ihrer Zeit in Venedig. Ich hatte die Erlaubnis von Monsieur Bouc, meine Schwester zu sehen. Sie lebt in Marghera, gleich bei Venedig. Sie hat vor ein paar Wochen ein Baby bekommen. Das war meine erste Gelegenheit, meinen kleinen Neffen kennenzulernen. Monsieur Bouc hat Ihnen die Erlaubnis gegeben? Ja, Sie können ihn selbst fragen. Das werde ich mit Sicherheit. Zu welcher Zeit sind Sie gegangen und wann sind Sie zurückgekehrt? Ich ging gegen 9:10 und war gegen 11:15 wieder zurück. Als ich zurückkam, hatte Otaru starke Schmerzen.
Ich habe ihm den Rücken massiert. Das wäre genug Zeit gewesen, um Monsieur Wadi zu töten und zum Zug zurückzukehren. Darf ich Ihre Messer sehen? Natürlich, hier sind sie. Wenn Sie nichts dagegen haben? Nur zu, Sie sind unter der Decke. Erzählen Sie mir noch einmal von dem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir spielen regelmäßig, um uns nach einem langen Tag zu entspannen. Mal überlegen. Wir haben gegen 11 Uhr abends begonnen. Wir haben in Winkovci eine Pause gemacht. Otaru, Pierre und ich. Das Spiel war gegen 2 Uhr beendet. Wir hatten alle ziemlich viel getrunken. Ah, ouais, ich bin für 10 Minuten gegangen, um Champagner für den nächsten Tag kaltzustellen. Das muss etwa gegen 1 Uhr gewesen sein. Eines davon ähnelt den Wunden auf einer der Leichen. Sie haben Fouché erlaubt, Venedig zu besuchen? Also eigentlich Magera. Nicht so weit weg. Es war seine einzige Gelegenheit, seine Schwester zu sehen. Er hat seit Wochen in jedem Zug gearbeitet. Er hatte nie Zeit, das Baby zu sehen. Genug, Bug. Ihr Herz spricht für Sie, aber Ihr gesunder Menschenverstand, er... Bon. Ich weiß. Aber es ist in Ordnung, nicht wahr? Er kam ja zurück. Oh, natürlich ist es in Ordnung. Es sei denn, er hat sich das Baby angesehen, dann jemand anderes getötet und ist dann zum Zug zurückgekehrt. Aber das ist ungeheuerlich. Mord ist immer ungeheuerlich, mon ami. Safran, das muss ja ein kleines Vermögen wert sein. Guten Abend, Monsieur Mori. Hätten Sie einen Augenblick für mich Zeit? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Natürlich! Sofern es Ihnen nichts ausmacht, dass das Abendessen ruiniert wird. Ich verspreche, mich so kurz wie möglich zu halten. Was haben Sie gemacht, während wir in Venedig gehalten haben? Ich habe mit Freas Hans Hilfe frische Lebensmittel für den nächsten Teil unserer Reise eingeladen. Und da meine Arbeit mitunter, Sie glauben es vielleicht nicht, eine Menge körperlicher Arbeit erfordert, habe ich mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Zum Glück ist Jean mittlerweile sehr geschickt darin, meine Wirbel wieder einzurenken. Wie Sie wissen, habe ich den Mord an Monsieur Ratchet gelöst. Was für eine Schande. Wie bitte? Dieser Hinterwäldler hat mein Steak-Tatar zurückgehen lassen und Jean gesagt, dass ich es verbrennen soll. Ich werde es zu seiner Liste der Verbrechen hinzufügen. Eine der Wunden auf Monsieur Ratchets Leiche wurde mit einem sehr scharfen Messer mit dünner Klinge zugefügt. Wir haben es noch nicht gefunden. Sie denken, dass eins von meinen verwendet wurde? Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mal einen Blick darauf werfen. In dieser Schublade.
Oh, eine beeindruckende Ansammlung von Messern. Aber ihre Klingen sind zu breit, um für das Verbrechen benutzt worden zu sein. Erzählen Sie mir von Ihrem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir haben gegen 23 Uhr begonnen, als Jean seine Schicht beendet hat. Wir haben bis ca. 2 Uhr gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein bisschen vage. Haben Sie ohne Pause gespielt? Tatsächlich haben wir einmal eine Pause zum Rauchen eingelegt. Jean, Pierre und ich, als wir in Winkowski angehalten haben. Wann war das? Gegen Mitternacht. Die Schatulle ist mit einer Art Mechanismus verschlossen. Es ähnelt diesem Symbol, das aus 3 Kommas besteht. Wie war noch das japanische Wort? Tomoe. Und offensichtlich fehlt ein Teil. Die Schatulle ist mit einer... Tomoe. Und offensichtlich fehlt... Bonsoir, Mademoiselle Nielsen. Dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Natürlich, Monsieur Poirot. Ich hatte ohnehin noch nicht vor, zu Bett zu gehen. Können Sie mir sagen, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben? Diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe nämlich nicht allzu viel unternommen. Also, ich habe Hotaru dabei geholfen, die Lebensmittelkisten auf den Zug zu laden. Hotaru hatte alles, was er brauchte, aber ich musste feststellen, dass die Hälfte meiner Bestellung fehlte. Ich habe mehr als eine Stunde mit dem Zulieferer telefoniert. Leider erfolglos. Ich musste also die Dessertkarte für morgen etwas abändern. Dr. Constantine hat eine Stichwunde an Ratchets Leiche entdeckt, die offenbar durch eine deutlich dünnere Klinge verursacht wurde als die anderen. Ein Kochmesser vielleicht? Das war exaktement mein Gedanke. Und ich nehme an, Sie möchten jetzt meine Messer überprüfen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mademoiselle. Ich würde Ihnen gerne meine Kochmesser zeigen, wenn ich welche hätte. Aber ich habe keine. Ich benutze die gewöhnlichen Küchenmesser. Sie können gerne suchen, wenn Sie mir nicht glauben. Verstehe. Alle Messer, die das Personal verwendet, befinden sich entweder in der Küche oder im Barwagen. Mit einer Ausnahme. Die da wäre? Hotaru bevorzugt es, seine eigenen Messer zu verwenden. Monsieur Mori verwendet also nicht dieselben Küchenmesser wie Sie? Meist nicht, nein. Ich weiß, dass er ein Set traditioneller japanischer Messer in einer Schatulle in seinem Zimmer aufbewahrt. Er erlaubt niemand anderem, sie anzufassen. Obwohl, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, in letzter Zeit scheint er doch öfter die Küchenmesser zu verwenden. Was können Sie mir über Ihr Pokerspiel in der Mordnacht erzählen? Wir haben um etwa 23 Uhr angefangen. In Winkowski haben wir eine kurze Pause eingelegt. Hotaru und Pierre gingen nach draußen, um zu rauchen. Oh, und Hotaru wurde schlecht. Ich glaube, es war ein paar Minuten nach 1 Uhr. Um 1.10 Uhr vielleicht. Er verbrachte ungefähr 15 Minuten im Badezimmer. Aber er wollte trotzdem nicht aufhören zu spielen, weil er gerade eine Pechsträhne hatte. Hatte er danach mehr Glück? Nein.
Wir spielten bis etwa 2 Uhr und er verlor jede Runde. Ich habe jetzt mit allen gesprochen, aber einiges scheint nicht zusammenzupassen. Ich muss wohl ein paar Dinge erneut überprüfen. Komm zu Poirot, mein exquisit geformter Freund. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Jeder der 3 Angestellten hatte die Möglichkeit, Ratchet zu töten, als Monsieur Michel den Korridor gerade nicht im Auge hatte. Das ist die richtige Antwort. Bitte sagen Sie mir noch einmal, was Sie während des Aufenthalts in Venedig getan haben. Kein Problem. Ich habe Hotaru dabei geholfen, die Lebensmittelkisten auf den Zug zu laden. Hotaru hatte alles, was er brauchte, aber ich musste feststellen, dass die Hälfte meiner Bestellung fehlte. Ich habe mehr als eine Stunde mit dem Zulieferer telefoniert. Leider erfolglos. Ich musste also die Dessertkarte für morgen etwas abändern. Das beweist nicht, dass sie lügt. Sie lügt. Aber warum? Mademoiselle, ich glaube, dass Sie mir die Wahrheit verschweigen. Warum sagen Sie das? Monsieur Mori hat also die Lebensmittelkisten auf den Zug geladen. Ja, genau. Und ich habe ihm dabei geholfen. Sie können ihn selbst fragen. Monsieur Mori sagte mir tatsächlich, dass Mademoiselle Nielsen ihm geholfen hat. Michel sagt, Monsieur Mori habe die Kisten alleine geschleppt. Sie waren nicht auf dem Bahnsteig. Doch, ich habe Hotaru geholfen. Die ganze Zeit? Er musste wohl so viele Kisten tragen, dass er Rückenschmerzen bekam. Ach, das tut mir leid. Na schön, Sie haben mich erwischt. Ich bin gegangen, bevor wir fertig waren. Aber nur, weil ich musste. Ihm fehlte noch Safran für eins seiner Rezepte. Also erklärte ich mich bereit, in die Stadt zu gehen und welchen zu besorgen. Wegen des Karnevals hatte der Rialto-Markt länger geöffnet. Er hat mir etwas Geld für den Einkauf gegeben. Ich weiß, wir sollten den Zug eigentlich nicht verlassen, aber ich wollte ja nur helfen. Mr. Mori kann Ihnen das bestätigen. Fragen Sie ihn. Ich habe das Abendessen gerettet. Oh, im Namen meines Gommens möchte ich Ihnen danken. Wie lange waren Sie weg? Ich habe den Zug um 21.10 Uhr verlassen und war etwa um 23 Uhr mit dem Safran zurück. Dann rief ich meinen Zulieferer wegen der fehlenden Zutaten an. Mademoiselle Nielsen hatte fast 2 Stunden Zeit, um den Safran zu kaufen, ein Kostüm zu finden
Monsieur Wadi zu töten, Ermittlerin Locke zu entkommen und dann zum Zug zurückzukehren, um den Anruf zu tätigen. Ja, es wäre möglich gewesen. Sie hätte genug Zeit gehabt. Merci, Mademoiselle Nielsen. Das wäre dann fürs Erste alles. Tut mir wirklich leid, Monsieur Poirot. Ich hoffe, Sie werden das Dessert heute genießen. Oh, immer noch verschlossen. Ich muss die Teile an den Seiten irgendwie verschieben. Oh, immer noch verschlossen. Ich muss die Teile an den Seiten irgendwie verschieben.
Ha, ha. Immer noch verschlossen. Ich muss die Teile an den Seiten irgendwie verschieben. Ha, ha. Immer noch verschlossen. Ich muss die Teile an den Seiten irgendwie verschieben. Ha, immer noch verschlossen. Ich muss die Teile an den Seiten irgendwie verschieben. Ha, ha, immer noch verschlossen. Ich muss die Teile an den Seiten irgendwie verschieben. Kommaförmiger Gegenstand. Er muss wohl Teil von irgendetwas sein.
Sushi-Messer. Scharf wie Rasierklingen. Cotteria Venezia. Sushi-Messer. Scharf wie Rasierklingen. Sushi-Messer. Sushi. Cotteria Venezia. Entschuldigen Sie, Monsieur Mori, aber haben Sie nicht etwas vergessen? Sie haben nicht die Messer erwähnt, die Sie in Ihrem Zimmer versteckt haben. Ja, in der Tat. Die habe ich wohl vergessen. Das sind meine privaten Messer. Ich verwende nur die. Es gibt keine besseren. Ich habe sie in Japan gekauft und keiner außer mir darf sie anfassen. Ich fürchte, Sie sind ein besserer Sushi-Koch als Lügner. Wie bitte? Was soll das bedeuten? Eines der Messer trägt die Inschrift Coltelleria Venezia. Haben Sie gestern Abend etwa eine Shopping-Tour gemacht, Monsieur? Verflucht, Poro! Na schön. Eines meiner Sushi-Messer ist seit der Mordnacht verschwunden. Ich dachte, dass sie mich des Mordes an Ratchet verdächtigen. Er schickte ständig mein Essen zurück und verlangte, es zu ruinieren. Warum gibt Gott den Reichen das Geld, um sich feine Küche leisten zu können, wenn ihnen gleichzeitig der feine Gaumen fehlt? Ich war in Panik. Und zufällig kenne ich einen sehr guten Laden in Venedig. Ich habe mir dort ein neues Messer gekauft, um das Fehlende zu ersetzen, damit ich nicht beschuldigt werde. Aber ich versichere Ihnen, dass ich nichts mit irgendwelchen Morden zu tun habe. Ich würde Ihnen eher glauben, Monsieur, wenn Sie das Messer weglegen würden. Oh, ja, natürlich. Sumimasen. Zu welcher Uhrzeit sind Sie zu Ihrem kleinen Einkaufsbummel aufgebrochen? Um etwa 21.30 Uhr. Ich war etwas nach 23 Uhr wieder zurück. Vielleicht 23.15 Uhr. Genug Zeit, um Monsieur Wadi zu erstechen und wieder zurückzukehren. Nun gut, Monsieur Mori. Das wäre dann alles fürs Erste. Sollte ich noch weitere Fragen haben? Sie finden mich hier. Beim Kochen. Et voilà.
Was haben Sie die ganze Zeit gemacht, Poirot? Ich stappe völlig im Dunkeln. Dann werde ich etwas Licht auf die Situation werfen, mon ami. Ich habe drei neue Verdächtige, die Ratchet und Monsieur Wadi umgebracht haben könnten. Mademoiselle Nützen, Monsieur Fouché und Monsieur Mori. Sie alle hatten während beider Morde genug Zeit, die Tat zu begehen. Und ihre Alibis lassen sehr zu wünschen übrig. Ein Familienbesuch und gleich zwei Einkaufstouren. Aber, das sind doch alles meine Mitarbeiter. Leider ja, mein lieber Buck. Aber gegen keinen von ihnen liegen konkrete Beweise vor. Und keiner von ihnen scheint ein Motiv zu haben. Was für eine Tragödie. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Wir werden den Mörder schon erwischen. Es gibt noch einen Ort, an dem sich die Beweise befinden könnten, die wir brauchen. Genf. Exactement. Die Hoffnung nicht aufgeben? Das ist leicht gesagt. Aber was, wenn Freya die Mörderin ist? Was wird dann aus dem Dessert? Oder wenn es Otaru war? Soll ich dann etwa selbst kochen? Und wenn es Jean war? Wer soll dann die Drinks servieren? Nicht auszudenken. Ich habe mir die Banque du Lac angesehen. Ich musste für Interpol meine Identität bestätigen. Also haben sie meinen Captain bei der Polizei Berkshire kontaktiert. Ich vermute, er war nicht sehr erfreut. Darüber, dass mein Urlaub sich als inoffizielle Ermittlung herausgestellt hat? Richtig geraten. Ich kann selbstverständlich gerne mit ihm darüber sprechen. Danke, aber er wird es wohl verkraften. Es wäre eine Chance, den Fall Armstrong endlich ad acta zu legen. Er hörte auf rumzubrüllen, verlangte einen Bericht und gab mir dann eine Woche zusätzlich. Très bien. Was konnten Sie von Interpol über die Banque du Lac in Erfahrung bringen? Sie hat keinen guten Ruf und das schon seit über einem Jahrhundert. Unter ihren Kunden waren bereits Mafiosi, Nazis und Wirtschaftskriminelle jeder Art, darunter sogar Staatschefs. Das ist wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis in der Welt der Banken. Die Kriminellen nutzen die strikten Vorgaben der Banken zum Schutz der Anonymität ihrer Kunden aus. Was übrigens gegen zahlreiche Gesetze in verschiedenen Ländern verstößt, einschließlich der Schweiz selbst. Ich für meinen Teil habe selbstverständlich nie so ein korruptes System ausgenutzt. Das versteht sich von selbst, mon ami. Allerdings laufen gerade mehrere Ermittlungen, inklusive einiger Gerichtsbeschlüsse. Die Bank wird sich also irgendwann beugen müssen, sonst werden ihre Vermögenswerte beschlagnahmt. Doch bis dahin floriert das Geschäft dank ihrer reichen und mächtigen Kunden weiter. Das alles passt perfekt zum verstorbenen Monsieur Ratchet. Haben Sie eine Idee, wie wir weiterverfahren könnten? Die Seriennummern auf einigen der Banknoten stimmen mit jenen überein, die bei der Armstrong-Entführung verwendet wurden. Wir kamen in Venedig zu dem Schluss, dass der Großteil des Geldes sich noch im Tresor der Bank befinden muss. D'accord, Mademoiselle Locke. Hervorragende Arbeit. Ach, unsere nächste Aufgabe ist somit klar. Wir müssen an Regits Bankschließfach kommen. Dafür brauchen wir Codes. Passwörter. Und Monsieur Wadi kannte sie vermutlich alle. Der Geldsack, den er bei sich hatte, ist Beweis genug. Wir sollten in Wadis Büro in der Bank nach Informationen über Ratchets Schließfach suchen. Gewiss. Aber bedenken Sie, wie viel Geheimhaltung mit solchen Geschäften einhergeht. Ich bezweifle, dass wir in seinem Büro alles finden werden, was wir benötigen. Wo sollen wir also sonst noch suchen? Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig.
Mr. Wardy konnte unmöglich all seine Geheimnisse in der Bank aufbewahren. Hoffentlich finden wir etwas in seiner Wohnung. Die Adresse kennen wir ja von seinem Reisepass und die Schlüssel haben wir von seiner Leiche. Der Zug hält um 8 Uhr in Lausanne, was ein ganzes Stück von Genf entfernt ist. Ich kann die Abfahrt bis 11 Uhr verzögern, aber nicht länger. Die Polizei erwartet uns am späten Nachmittag in Paris und sie duldet keine Verzögerung. Die Bank öffnet erst um 9. Ich sehe nur eine Möglichkeit, wie wir noch pünktlich ankommen könnten. Es gibt Fähren zwischen Lausanne und Genf. Aber wir wären über 3 Stunden unterwegs. Wir können uns nicht darauf verlassen, ein schnelleres Boot zu finden. Nehmen wir lieber ein Taxi und hoffen, dass der Verkehr nicht zu dicht ist. Wir könnten zwar gemeinsam die Wohnung und das Büro durchsuchen, aber dafür haben wir keine Zeit. Wir sollten uns lieber aufteilen. Wir könnten jedoch die Anonymitätsvorschriften der Bank zu unserem Vorteil nutzen. Und das geht am schnellsten, wenn Sie sich als Ratchet ausgeben. Lieber würde ich mich als Jack the Ripper ausgeben, aber im Interesse der Gerechtigkeit muss es wohl sein. Wir müssen die Kontonummer finden. Und alles andere. Ich würde mir liebend gern den Tresor von innen ansehen. Zum Betreten des Tresors werden keine Papiere oder Namen verlangt. Man benötigt nur die richtigen Daten. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich das nicht gehört. Ich bin Direktor einer Eisenbahngesellschaft, kein Bankräuber. Perfekt. Fassen wir den Plan nochmal zusammen. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Zunächst nehmen wir das Taxi nach Genf. Dort teilen wir uns auf. Sie durchsuchen Mr. Wardys Wohnung und ich sein Büro im Bankgebäude. Sobald wir alle Informationen haben, die wir benötigen, geben Sie sich als Ratchet aus. Und wir finden endlich heraus, was der echte Ratchet in seinem Schließfach versteckt. Das klingt unmöglich. Nicht für Ermittlerin Joanna Locke und Hercule Poirot. Wir sollten uns etwas ausruhen. Sie haben recht, Mademoiselle Ermittlerin. Schließlich stehen wir morgen gemeinsam vor unserer größten Herausforderung. Neun Uhr. Unser Fahrer hat ganze Arbeit geleistet. Wir haben kaum eine Stunde von Lausanne hierher gebraucht. Allerdings haben wir nur eine Stunde Zeit, unser Vorhaben umzusetzen. Book kann den Zug nur bis 11 Uhr aufhalten. Eine Stunde, um den Schlüssel zu Ratchets Schließfach zu finden, die Schließfachnummer und das Passwort. Das ist nicht viel Zeit. In der Tat, und deshalb müssen wir uns aufteilen. Ich werde das Taxi zu Monsieur Wadis Wohnung nehmen. Sie durchsuchen derweil sein Büro. Ich rufe Sie an, sobald ich fertig bin. Danke, Monsieur Poirot. Wofür, Mademoiselle? Dafür, dass Sie mir vertrauen.
Sieh da, ich habe einen Termin mit Mr. Wadi. Lassen Sie mich nachsehen. Entschuldigung, aber hier sind keine Termine für heute Morgen eingetragen. Außerdem ist Monsieur Wadi noch gar nicht zur Arbeit erschienen. Obwohl er eigentlich längst hier sein müsste. Auch wenn Ihre Kunden anonym sind, sollten Sie angesichts der hohen Geldsumme doch irgendwo einen Termin eingetragen haben. Das stimmt. Ich verstehe nicht, wieso ich hier keinen Eintrag finden kann. Ich frage Monsieur Wadi, sobald er eintrifft. In der Zwischenzeit können Sie gerne in seinem Büro warten. Ich sorge dafür, dass niemand Sie stört. Folgen Sie mir bitte. Ich weiß nicht, wo Monsieur Wadi bleibt. Sie haben recht. Meine Zeit ist kostbar. Verschlossen. Alice im Wunderland. Schon wieder. Mr. Wadi scheint dieses Buch ja geliebt zu haben.
Der Turmbau zu Babel als Souvenir. Ergibt Sinn. Schließlich kommt Mr. Wadi aus dem Irak und angeblich soll der Turm dort gebaut worden sein. Versperrt. Versperrt. Davon werde ich ein Foto machen und es Poirot schicken. Eventuell kann er was damit anfangen. Ich brauche das Passwort. Vielleicht kann Poirot mir helfen. Ich habe es geschafft, in Wardys Büro zu kommen und habe erste Untersuchungen angestellt. Alles ist versperrt und geschützt, einschließlich seines Computers. Das Einzige, was ich finden konnte, war ein Foto, auf dem ein Datum steht. Ich habe es Ihnen gerade geschickt. Vielleicht können Sie ja etwas damit anfangen. Merci, das könnte tatsächlich nützlich sein. Ich bin gerade in der Wohnung angekommen. Ich kontaktiere Sie, sobald ich etwas finde. Bitte beeilen Sie sich. Ich kann nicht lange hier bleiben. Das ist definitiv nicht Monsieur Wadis Wohnung. Das ist definitiv nicht Monsieur Wadis Wohnung. Das ist definitiv nicht Monsieur Wadis Wohnung. Voilà, da sind wir. Dann sehen wir mal, ob der Schlüssel aus Monsieur Wadis Gepäck in Venedig in dieses Schloss passt. Magnifique. Thank you.
Darte. Ein Wurfobjekt, das wohl in jedem Pub in England zu finden sein dürfte. Bald haben wir das Passwort entschlüsselt. Ich kann es fühlen. Ich glaube, das gehört hierhin.
Die Uhr anzustarren wird dich nicht weiterbringen, Poirot. Das könnte das Passwort für den Computer in Monsieur Wadis Büro sein. Er muss es wohl einmal im Monat geändert haben. Es sieht aus, als gäbe es eine logische Abfolge. Ich muss das Passwort für Dezember herausfinden. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Wenn das also das Passwort von Monsieur Wadis Computer ist, müssen wir dennoch die arabischen Schriftzeichen übersetzen. Auf der Tastatur im Büro gab es keine arabischen Schriftzeichen. Ich frage mich, ob der Computer in Monsieur Wadis Büro auch über eine arabische Tastatur verfügt. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen.
Dieser Computer gibt seine Geheimnisse wohl nicht so leicht preis. Diese Tastatur sollte mir beim Entschlüsseln des Codes helfen. Arabisch wird von rechts nach links gelesen, also muss das auch auf das Passwort zutreffen. Mit etwas Glück bekommen wir damit Zugang zum Computer in Monsieur Wadis Büro. Ich sollte Mademoiselle Locke eine Nachricht schicken. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Die Uhr anzustarren wird dich nicht weiterbringen, Poirot. Wer sind Sie? Und was haben Sie hier zu suchen? Mein Name ist Hercule Poirot. Ich arbeite für die Polizei. Sind Sie Monsieur Wadis Nachbar? Ja. Ich wohne nebenan. Ich habe Geräusche gehört. Und ich dachte, Herr Wadi wäre nach Hause gekommen. Ich kenne ihn nicht sehr gut. Aber ich habe dieses Paket für ihn angenommen. Feste Beweise, um seine Lüge nachzuweisen. Ich kann nicht beweisen, dass er lügt. Sie kennen Ihren Nachbar also nicht gut? Nein. Wieso fragen Sie? Weshalb hat Monsieur Wadi ein Bild von Ihnen auf seinem Schreibtisch? Sie sehen ihm übrigens ziemlich ähnlich. Könnte es sein, dass Sie sein Bruder sind? Warum durchwühlen Sie seine Sachen? Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, arbeite ich für die Polizei. Na schön. Ja, ich bin sein Bruder. Mehdi Wadi. Sie wissen nicht zufällig, wo er ist, oder? Tut mir sehr leid, Monsieur, aber... ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ihr Bruder wurde ermordet. Mein aufrichtiges Beileid. Oh nein. Aziz. Meine Frau. Mein Sohn.
Das wird Ihnen das Herz brechen. Er hat das alles nur für seine Familie getan. Er war es, der uns aus dem Irak hergeholt hat, um meinen Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wir können unmöglich zurück. Sie werden doch nicht... Keine Sorge, Monsieur Wadi. Ich möchte Ihnen und Ihrer Familie keine Probleme bereiten. Ich bin hier, um den Mörder Ihres Bruders zu fassen. Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen? Vor 2 Tagen. Er war gerade auf dem Weg nach Venedig. Er schien sich nicht gerade auf die Reise gefreut zu haben. Ich wusste, dass irgendetwas nicht stimmte. Aber er versprach mir, dass bald alles in Ordnung kommen würde. Meinem Sohn wird das Herz brechen. Aziz hat Fadi jeden Abend etwas vorgelesen, damit er Englisch lernen konnte. Wir hoffen, dass wir eines Tages legal dorthin emigrieren können. Ihr Sohn Fadi, was hat Monsieur Wadi ihm denn so vorgelesen? Sein Lieblingsbuch ist Alice im Wunderland. Dieser Nonsens gefällt ihm einfach. Wieso? Das beantwortet eine Frage, die ich stellen wollte. Ich denke, Ihr Bruder war ein guter Mensch, der aus irgendeinem Grund dazu gezwungen wurde, Geheimnisse zu bewahren, die ihn letztendlich das Leben gekostet haben. Es gibt da noch etwas. Aziz hat mir einen Brief übergeben, den ich öffnen sollte, falls ihm etwas zustößt. Könnten Sie mir diesen Brief zeigen? Ja, ich hole ihn sofort. Das passt alles perfekt zusammen. Es ist furchtbar, aber bei Rajid standen solche Dinge an der Tagesordnung. Wenigstens habe ich jetzt Rajids Kontonummer. 82664. Danke, dass Sie mir diesen Brief gegeben haben. Dieser Rajid kann Ihnen übrigens nichts mehr anhaben. Er wurde noch vor Ihrem Bruder ermordet. Wirklich? Wer hat das getan? Die Person, die auch hinter Ratchet her ist? Oui, zweifellos. Ich werde den Mörder finden, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir haben keine Papiere. Die Polizei... Ihr Geheimnis ist bei mir sicher, Monsieur. Danke. Haben Sie vielen Dank. Aber jetzt muss ich zu meiner Familie. Heute Abend lese ich Fadi aus Alice im Wunderland vor. Und wir werden gemeinsam an meinen Bruder denken. Ich muss Mademoiselle Locke davon in Kenntnis setzen, dass ich Rajids Kontonummer habe. Ich habe Ihnen Rajids Kontonummer geschickt. Perfekt. Danke. Haben Sie meine Nachricht erhalten? Das muss das Passwort von Monsieur Wadis Computer sein. Ja, habe ich. Vielen Dank.
Endlich haben wir die Nummer von Ratchets Schließfach. Ich sollte Monsieur Poirot darüber informieren. Ich konnte Zugang zu Mr. Wardys Computer bekommen und ich habe Ratchets Schließfachnummer. Ausgezeichnet. Das könnte für Mademoiselle Loco Darmisch nützlich sein. Ich sollte es fotografieren. Ein bizarres Endspiel. Aber ich vermute, das weiß dennoch, dass Schachmatt in 3 Zügen erreichen könnte. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Gute Arbeit. No, nicht gut. Très bien. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Ui. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Manche Menschen haben die seltsame Angewohnheit, Dinge an ihre Kühlschranktür zu öffnen. Ich habe ihnen gerade ein Foto geschickt, mit dem sie vielleicht etwas anfangen können. Vielen Dank.
Monsieur Poirot, wie laufen Ihre Ermittlungen? Ich habe nichts zu berichten, aber ich werde weitersuchen. Thank you.
Mademoiselle Locke? Wie weit sind Sie, wenn ich fragen darf? Noch nicht sehr weit, aber ich gebe nicht auf. Monsieur Poirot, wie laufen Ihre Ermittlungen? Ich habe nichts zu berichten, aber ich werde weitersuchen. Mademoiselle Locke?
Wie weit sind Sie, wenn ich fragen darf? Noch nicht sehr weit, aber ich gebe nicht auf. Verschlossen. Ich habe einen goldenen Schnurrbart gefunden. Schlüssel. Vielleicht kann ich damit die Schreibtischschublade öffnen. Dieser Abdruck stammt von einem Blatt des Notizblocks, das darüber lag. Ich weiß genau, was jetzt zu tun ist. Die ganzen Krimis, die ich als Kind gesehen habe, haben sich bezahlt gemacht. Ich sollte das Fotografieren im Poirot schicken.
Ich habe Ihnen ein Foto von einigen Zeichnungen geschickt, die ich in einem Notizblock entdeckt habe. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Das hoffe ich auch. Dieser Computer gibt seine Geheimnisse wohl nicht so leicht preis. Eine Tastatur mit lateinischen und arabischen Schriftzeichen. Hier habe ich Regits Passwort. Das ist die richtige Antwort.